Herzlich willkommen zum Geldfrau-Interview. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Thema heute, die Steuerklassenkombination 3 und 5, die Sie wählen können, wenn Sie ein verheiratetes Paar sind. Und wenn Sie zum Beispiel die Steuerklasse 5 haben und Ihr Ehepartner die Steuerklasse 3, dann ist dieses Interview für Sie. Denn ich könnte mir vorstellen, dass Sie manchmal das Gefühl haben, Mann, da bleibt ja überhaupt nichts übrig. Wofür gehe ich denn arbeiten? Darüber spreche ich jetzt mit Benita Königbauer. Sie ist Steuerberaterin in München und sie ist zertifizierter Profit First Coach. Frau Königbauer, warum ist das denn so? Warum hat man den Eindruck, dann als Niedrigverdienender mit Steuerklasse 5, dass überhaupt nichts übrig bleibt, was ja de facto dann auch so ist? Das ist tatsächlich so. Wenn wir jetzt Ehegatten haben, dann hat ja jeder von den beiden einen Freibetrag. Das heißt, wir haben insgesamt zwei solche Freibeträge. Die sind wie hoch? Das sind, also der Grundfreibetrag ist 2018 für einen 9.000 Euro und für beide miteinander 18.000 Euro. Okay. Und die werden eingearbeitet in die Lohnsteuertabelle. Und bei, wenn man jetzt zum Beispiel ledig ist, dann hat man bei sich seine 9.000 Euro, die sind da schon drin. Genau. Und wenn man die Steuerklasse 4 und 4 hat, dann hat auch jeder seine 9.000 Euro. Und bei der Steuerklasse 3 und 5 macht man jetzt so einen kleinen Trick und sagt, weil der, der mehr Geld verdient, ja prozentual auch mehr Steuern zahlen muss, schieben wir einfach beide Freibeträge zu dem rüber. Mhm. Das heißt, er bekommt die 18.000 Euro Freibetrag und muss damit auch prozentual weniger Lohnsteuer zahlen. Aber der andere, und das ist eben traditionell leider immer noch so, dass es die Frauen meistens weniger verdienen als die Männer. Traditionell hat die Frau dann die Steuerklasse 5 und da ist halt dann überhaupt kein Freibetrag mehr drin. Mhm. Deswegen kommt es dazu, dass bei der Steuerklasse 5 dann die Abzüge so extrem hoch sind, weil da halt überhaupt nichts mehr abgezogen wird vorher. Es wird halt wirklich pfeilgerad das, was verdient wird. Die vollen Eurobeträge werden durchgeschleust in die Lohnsteuer und dann kommen die Abzüge drauf. Und das ist das, was es dann sozusagen steuerlich so teuer macht, in der Lohnsteuerklasse 5 zu sein. Am Jahresende bei der Steuererklärung zieht sich das alles wieder glatt. Das heißt was? Man kann ja keine Steuern sparen mit dieser Steuerklassenwahl 3.5. Das denken ja viele, dass ich Steuern spare, aber dem ist ja nicht so. Nein. Das ist tatsächlich nicht so, sondern es wird nur, die Steuerklasse ist nur dazu da, die Höhe der Vorauszahlung festzustellen, weil die Lohnsteuer ist nichts anderes als eine Vorauszahlung. Die monatliche Lohnsteuer, ne? Genau, die monatliche Lohnsteuer. Genau. Also das, was vom Gehalt abgezogen wird. Wenn man selbstständig ist, muss man seine Vorauszahlungen ans Finanzamt überweisen, weil da gibt es keinen Arbeitgeber, der was abziehen könnte. Aber wenn man Arbeitnehmer ist, da hat der Arbeitgeber eben die Aufgabe, diese Vorauszahlungen vom Lohn gleich einzubehalten und dem Finanzamt zu überweisen. Und am Ende wird abgerechnet. Das heißt, wenn ich meine Steuererklärung abgebe als Ehepaar mit beiden Einkünften, dann wird zusammengerechnet und dann wird geschaut mit dem gemeinsamen Einkommen, wie viel Steuer wird denn da insgesamt fällig. Und dann wären halt beide Vorauszahlungen, das, was der Besserverdiener von der Steuerklasse 3 vorausgezahlt hat und das, was der mit dem geringeren Einkommen von der Steuerklasse 5 vorausgezahlt hat, wird da auch in den Topf geworfen, wird abgezogen. Und dann kommt halt am Ende entweder eine Nachzahlung oder eine Erstattung raus. Das kommt halt drauf an. Aber abgerechnet wird immer zum Schluss mit der Steuererklärung. Und tendenziell ist es ja so, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass bei der Steuerklassenwahl 3.5 eher eine Nachzahlung zu erwarten ist, als wenn man die Steuerklasse 4.4 wählt. Denn das können verheiratete Paare auch machen. Das ist meine Empfehlung, die 4.4 zu wählen. Denn dann werden, wie Frau Königbauer ja gesagt hat, gleich die Steuerfreibeträge bei jedem abgezogen und jeder zahlt eben die Steuer, die seinem Einkommen entspricht. Frau Königbauer, warum entsteht denn dann die Nachzahlung? Das kann manchmal, je nachdem, wie stark die Gehälter voneinander abweichen, kann das sein, dass bei dem, der die Steuerklasse 3 hat, durch die Anwendung von den beiden Freibeträgen insgesamt zu wenig Lohnsteuer einbehalten wird? Mhm. Und bei dem, der die Steuerklasse 5 hat, der hat vielleicht zu wenig Einkommen, als dass das in voller Höhe dort ausgeglichen werden könnte. Meine Lohnsteuerkarte, wenn ich eine hätte, die wüsste gar nichts von der Lohnsteuerkarte von meinem Mann und was der verdient. Das wird ja schön sauber getrennt gehalten. Und deswegen kann das einfach passieren, dass insgesamt dann bei dieser Verteilung zu wenig Steuer einbehalten wird und dann kommt es zu einer Nachzahlung. Das ist für manche
ist der Liquiditätsvorteil unterm Jahr sehr attraktiv. Mhm. Ich sage, ja, ich habe jeden Monat einfach mehr Geld zur Verfügung und dafür gehe ich auch gerne das Risiko ein, dass ich am Ende des Jahres was nachzahlen muss. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass die meisten da nicht so viel Freude dran haben, weil das Finanzamt ohne dies schon als ein bisschen übergriffig empfunden wird mit den ganzen Abzügen und dem ganzen Behördenkram, der da dranhängt. Mhm. Wenn dann auch noch jemand kommt am Ende vom Jahr, man hat eh schon emotional eine Menge bezahlt, sozusagen an Geld, und dann kommt noch einer und dann kriegt man noch eine Rechnung präsentiert dafür, dass man eine Steuererklärung gemacht hat, das ist halt dann schon echt frustrierend. Genau. Und es kommt auch immer zur Unzeit. Es ist halt dann auch immer die Frage, ist das Geld dann wirklich da? Hat man es echt zur Seite gelegt von dem, was man monatlich mehr hat? Genau. Und deshalb sagen, es hat letztens auch jemand auf meinem Blog so kommentiert, ja, das Liquiditätsargument wäre für ihn ein starkes Argument, wo ich dann eher kommentiert habe, naja, ist so ein bisschen eine Milchbubenrechnung, weil das Geld, was ich vielleicht unterjährig eher zur Verfügung dann auch habe, weil die Steuer ein bisschen verschoben wird, müsste ich ja eigentlich zur Seite legen, um genau eine Nachzahlung letztlich abzufedern und die dem Finanzamt zu überweisen und ich nicht dann irgendwelche Rücklagen angreifen muss, die eigentlich für was anderes da sind. Eben, das ist genau der Punkt. Und dazu müssten wir ja genau wissen, wie viel ich dann eigentlich zurücklegen muss und wer weiß das schon vorher. Genau. Und selbst wenn wir es wissen, wie gesagt, ist es halt doch so, das Finanzamt präsentiert zwar die Rechnung, aber die präsentieren das halt häufig irgendwie 18 Monate später. Und bis dahin hat das Leben halt sehr viel Zeit gehabt, dazwischen zu kommen. Und da ist es erfahrungsgemäß einfach so, dass es oft echt ungelegen kommt, gerade bei Familien. Ich meine, jeder, der Kinder hat, der weiß, wie viele unerwartete Kosten im Jahr auf einmal auf einen zukommen. Und dass da das Leben natürlich ist, dass man sagt, naja, jetzt regle ich erstmal das Problem, was ich jetzt habe, und das mit dem Finanzamt, das kläre ich dann schon, wenn es soweit ist. Das ist total natürlich. Genau. Das führt halt dann meistens zum Problem. Das heißt, Steuerklassenwahl eigentlich bei Verheirateten 4-4, wenn die Frauen auch ein Einkommen haben, 4-4 ist die bessere Wahl. Ja, also persönlich muss ich sagen, wie gesagt, das ist immer so eine Auffassungssache, wie Sie schon gesehen haben, der eine Kommentator auf Ihrem Blog, der ist der Meinung, Liquidität über alles. Persönlich bin ich der Meinung, ich bekomme lieber eine Erstattung vom Finanzamt und habe irgendwie ein unerwartetes Urlaubsgeld. Und für mich war es eigentlich auch für meinen Mann von jeher so, dass wir gesagt haben, hey, jeder zahlt einfach die Steuern, die er zu zahlen hat, und die Erstattung teilen wir dann nachher einfach entsprechend auf. Und ist cooler. Ist cooler, ist entspannter. Ja. Es gibt keine Diskussionen darüber, wer welche Steuern wann wie verursacht hat. Also man macht sich auch einen Haufen weniger Diskussionspotenzial auf. Aber es ist eine persönliche Entscheidung. Es muss jeder für sich entscheiden. Wie gesagt, persönlich bin ich mehr Freund von 4-4, weil klare Verträge erhalten die Freundschaft. Dann muss man über viele Dinge schon nicht diskutieren. Sehr schön gesagt. Auf meinem Blog kam tatsächlich dann auch noch die Frage, warum es denn nun eigentlich die Steuerklassenwahl 3-5 gibt, wo man doch ja keine Steuern spart und eventuell ja eine Nachzahlung durchaus wahrscheinlich ist. Warum wurde das denn mal eingeführt? Es ist nicht zwingend wahrscheinlich, dass eine Nachzahlung rauskommt, muss man sagen. Aber es gibt diese Fälle und es gibt sie häufiger, als man es erwarten möchte. Also da muss man sagen, es gibt auch viele Fälle, wo Steuerklassenwahl 3-5 super gut durchläuft, aber es gibt eben auch diese Fälle, bei denen es dann zu diesen Nachzahlungen kommt, und das sind meistens die Fälle, in denen es dann ein Stück weit auch emotional eskaliert, weil das Geld dann in dem Moment einfach nicht da ist. Das muss man auch sagen. Und das Finanzamt geht an der Stelle ein Stück in den Vertrauensvorschuss, weil bei der Steuerklasse 4-4 wird tendenziell zu viel abgezogen. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, naja, also zu viel Steuern sollen meine Bürger ja unterjährig auch nicht bezahlen müssen, wenn sie das nicht wollen. Deswegen hat man das eingeführt und hat gesagt, naja, die Liquidität ist unter Umständen beim Bürger unterm Jahr besser aufgehoben, gerade mit den Familien und gerade weil man das Geld ja braucht. Und es soll ja so Pi mal Daumen passen. Das ist ein Stück Vertrauensvorschuss, den der Staat da an der Stelle gibt und sagt, okay, ich vertraue dir, ich gebe dir das Geld unterjährig schon, aber du musst mir halt am Jahresende die Steuererklärung machen, damit wir sehen können, ob das in Ordnung war, ob das gepasst hat oder ob ich von dir nicht vielleicht noch, oder einer von uns beiden vom anderen noch Geld zu kriegen hat. Ne?
Das ist genau ein interessanter Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben. Bei 3,5 muss ich eine Steuererklärung abgeben. Mir hat eine Leserin kommentiert auf dem Blogpost, den ich geschrieben habe, zur Wahl Steuerklasse 3,4 beziehungsweise, 3,5 beziehungsweise 4,4, dass sie mit ihrem Mann die Steuerklasse 3,5 hat. Und sie aber bewusst keine Steuererklärung abgeben, weil sie dann eine Nachzahlung hätten, denn das hätte ihnen der Lohnsteuerhilfeverein ausgerechnet. Ist das so eine clevere Idee, keine Steuererklärung dann abzugeben? Wie soll ich sagen? Also clever trifft es für mich nicht ganz. Illegal trifft es besser. Okay. Also es verstößt zum einen gegen geltendes Recht, weil sie ist einfach nach dem Gesetz verpflichtet, die beiden Ehegatten sind einfach nach dem Gesetz verpflichtet, ihre Steuererklärung abzugeben. Und zum anderen eben, wie gesagt, hat das Finanzamt den Liquiditätsvorteil ja gewährt im Vertrauen darauf, dass jeder seinen Teil der Abmachung einhält. Das Finanzamt hat unterjährig seinen Teil der Abmachung schon eingehalten. Ob das dann okay ist, sich dann mit dem Vorteil klammheimlich aus dem Staub zu machen, das muss halt jeder für sich entscheiden. Was ich dazu, also das ist halt meine sehr persönliche Auffassung ist, Fakt ist, dieses Geld luchse ich ja nicht irgendeiner anonymen Behörde ab oder auch nicht irgendwie den bösen Politikern, auf die ich vielleicht gerade sauer bin, sondern im Grunde luchse ich dieses Geld jedem von uns ab. Ich luchse das meinem Nachbarn ab, ich luchse das meinem besten Freund ab, ich luchse das sogar meiner eigenen Großmutter ab. Die Kosten der Bundesrepublik Deutschland werden auf alle Steuerzahler umgelegt. Wenn sich da welche aus der Affäre ziehen, bedeutet das, dass alle anderen, auch mein Nachbar, mein bester Freund und meine Großmutter, mehr bezahlen müssen, weil ich vielleicht meinen Teil nicht geleistet habe. Ja. Weil die Bundesrepublik Deutschland kostet deswegen ja keinen Cent weniger. Und ich muss auch sagen, wenn das auffliegt, und irgendwann wird das auffliegen, dann wünsche ich den Herrschaften viel Vergnügen, weil mit einem enttäuschten Finanzamt zu verhandeln, das macht gar nicht richtig viel Spaß. Ist das dann schon Steuer? Nee, Steuerhinterziehung ist es ja nicht, weil die Steuern wurden ja gezahlt. Oder ist es doch ein Teil von Steuerhinterziehung? Das ist ein Teil von Steuerhinterziehung. Ah, also die Definition von Steuerhinterziehung ist ja grundsätzlich, dass Steuern nicht oder nicht rechtzeitig bezahlt worden sind. Siehe Uli Hoeneß, ja. Genau, und dass ich das mit Absicht getan habe. Und in dem Fall würde ich jetzt mal sagen, nachdem ja der Lohnsteuerhilfeverein bereits ausgerechnet hat, dass mit der gesetzlichen Verpflichtung, die Steuererklärung einzureichen, eine Nachzahlung verbunden ist, da komme ich aus der Diskussion vom Vorsatz ganz schlecht wieder raus. Richtig. Weil da weiß ich es schon und mach's trotzdem ganz bewusst nicht. Also das dann wegzudiskutieren, dass das mit Absicht passiert ist, das wird halt echt schwierig. Menschen, die überhaupt schon mal eine Steuererklärung eingereicht haben, die sind sowieso auf dem Radar. Die kommen aus der Nummer sowieso nicht raus. Das betrifft also, wenn dann tatsächlich nur die, die noch nie eine Steuererklärung abgegeben haben, dass die noch ein Stückchen U-Boot fahren könnten. Aber wie gesagt, also das macht es nicht weniger illegal. Ja. Das macht es auch nicht weniger unerfreulich, wenn es denn dann irgendwann mal auffliegt. Also ich kann es wirklich, wirklich nicht empfehlen, da U-Boot zu fahren. Und ich gehe auch davon aus, dass die Finanzämter, wenn sie dann soweit sind, aus eigener Kraft solche Dinge nachzuvollziehen auch, dass die reichlich unentspannt damit umgehen werden. Ja. Also ich habe im Coaching eine Frau gehabt, die ist Steuerklasse 1 mit Kind. Und die hat noch nie eine Steuererklärung abgegeben, wo ich etwas große Augen bekam, denn ich dachte mir, also gerade mit Kind Steuerklasse 1, da gibt es doch mit Sicherheit Steuerrückzahlungen. Der Gesetzgeber verpflichtet uns ja nicht dazu, uns eine Rückzahlung, also eine Rückerstattung zu holen. Wenn wir sagen, naja, okay, also bis ich mich lang hinsetze und die blöde Steuererklärung mache, auf die 200 € ist gepfiffen, dann, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das Finanzamt ist in erster Linie mal daran interessiert zu gucken, hat der Staat denn noch was zu kriegen? Ne? Yeah, genau. Und wenn ich eine Erstattung zu erwarten habe und keine Steuererklärung einreiche, dann ist es mein Privatvergnügen. Das nennt sich die sogenannte Antragsveranlagung. Also alle, die jetzt nicht die keine Pflicht haben, eine Steuererklärung abzugeben, die dürfen eine abgeben, wenn sie sich davon was erwarten. Und das ist eine Antragsveranlagung, das heißt, da wird auf meinen Antrag das Finanzamt eine Veranlagung durchführen. Und der Charme daran ist, das kann ich 4 Jahre rückwirkend machen. Und wenn ich das mache und es stellt sich raus, dass ich was nachzahlen müsste,
kann ich meinen Antrag wieder zurückziehen. Ach, das ist ja toll. Das ist eine ganz coole Geschichte. Also wenn ich tatsächlich nach dem Gesetz nicht verpflichtet bin, eine Steuererklärung einzureichen und ich reiche eine ein und es kommt eine Nachzahlung dabei heraus, dann kann ich meinen Antrag zurückziehen und kann sagen, okay, dann stelle ich den Antrag eben nicht. Ja. Und dann gibt es auch, weil kein Antrag, gibt es auch keine Veranlagung und weil keine Veranlagung, gibt es auch die Nachzahlung. Ja. Also wird alles wieder rückabgewickelt. Also im Grunde kein Risiko, ne? Genau. Deine Steuererklärung endlich mal zu machen. Genau. Ne? Und es geht ja mittlerweile wirklich auch, es gibt ja tolle EDV-Programme, mit denen es geht. Und ich finde auch, die Lohnsteuerhilfevereine machen einen guten Job. Da werden mich jetzt wahrscheinlich meine Kollegen wieder lünchen dafür. Aber also gerade im Bereich der Arbeitnehmerveranlagung, finde ich, machen zumindest die großen und die guten Lohnsteuerhilfevereine wirklich gar keinen schlechten Job. Und das heißt, es ist bezahlbar, eine Steuererklärung abzugeben. Ja, genau. Arbeitnehmer ist das kein Megadrama. Und da lohnt es sich einfach mal nachzugucken, wenn man noch nie was gemacht hat. Mal einmal gucken, was käme denn da raus, wenn ich das machen würde? Und das ist manchmal echt gar nicht so übel. Das finde ich auch. Und das ist ein schönes Schlusswort. Frau Königbauer, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute früh Zeit hatten. Sehr gerne. Und an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, den Appell, ja, versuchen Sie meine Steuererklärung. Es wird demnächst auch einen Kurs von mir geben. Wie fange ich meine erste Steuererklärung an? Ansonsten, schönen Tag wünsche ich und bis später. Ja. Tschüss. Ciao.